Hey, yo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War. Fast! Total War Warhammer 2. Genau. Wir haben hier irgendwie, werden wir angegriffen oder sollen angreifen oder keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das alles easy machbar ist. Wir haben einen guten Anti-Alles-Splash. Das Gefährlichste sind wohl die Trolle. Zauberer hat er keine, das heißt, das ist easy. Schön freie Fläche für unsere Katapulte. Ich glaube jetzt übrigens, ich weiß so ein bisschen, was letztes Mal schiefgelaufen ist. Als ich die Armee verloren habe, wo ich halt komplett reingeschossen habe wie ein Krocker. Meine Armee war halt noch nicht fertig. Ne? Weil normalerweise, also ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, normalerweise möchte man ja nicht nur Katapulte haben, sondern, ist das Mikro wieder so leise? Ne, es müsste gehen, oder? Achso, ich fand es letztens eh schon ein bisschen leise. Ich würde es mal wieder ein bisschen lauter machen. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Vielleicht das Spiel noch ein Ticken leiser? Bin mir noch nicht ganz sicher. Egal. Ja, meine Armee war halt noch nicht fertig. Was ich brauche, sind Warblitzkanonen, ganz dringend. Und ich glaube, die Endgame-Armee sieht halt dann so 2 bis 4 Katapulte. Ich würde mal sagen 4 Katapulte, 4 Warblitzkanonen. 2 Jazails, die sind ganz gut. Vielleicht 4 Rattling Guns, dann bin ich schon bei 14 Leuten. Dann kommen noch 4 Stormwormen dazu. Also 4 so... Na? Sturmratten und 2 Helden. Und das war's. Das wäre dann quasi meine Armee. So im Großen und Ganzen. Ne? So, seine Verstärkungen kommen ja hier raus. Das heißt, den kann ich schon mal gehörig aufs Maul geben. Wenn sie antanzen. Die Warp-Blitzkanonen können sich um den Helden kümmern. Die Globadiers kommen hier hin. Zusammen mit den Tipsies hier. Mach mal hier schön sowas hin. Das Plänkler nehmen wir den raus. Ich muss halt auf die aufpassen. So, Skroll kann vorne stehen. Der kann auch vorne stehen. Ja, Skroll. Ja gut, den stellen wir da. So. Der beschwört erstmal schon mal Leute. So. Genau. So. Warum die so verletzt erscheinen, weiß ich auch nicht. Ist halt so. Okay, whatever. So. Goblins. Goblin Reiter. Okay. So, bisher schaut so aus. Spickerschützende Orks, ja, whatever. Ich mache jetzt einfach mal hier so Feuer, Feuer, Feuer. Geht da drauf, die gehen da drauf. Du kannst auf was anderes schießen. Wo hat denn die Trolle? Irgendwo hat es Trolle. Da oder den da zum Beispiel. So. So. Du kannst da weg. Jo, der hat jetzt ein paar Probleme. Ich hoffe, der überlebt es, schaut aber eher nicht so aus.
Aber wenn die da blobben, kann man da gut drauf schießen, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, was sind wir mehr? Was sind die da? Oh, das passt schon. So, der kriegt jetzt sein Fersengeld. Alles, alles okay. Ich hoffe, er überlebt irgendwie. Wir machen da den Quatsch. Ich glaube, der stirbt mir jetzt gleich. Oh, das wäre so beschissen. Aber da sind noch Trolle dabei. Da sind sie. Kapp-Trolle. So, vielleicht kriege ich noch raus. Schaut gerade nur nicht so easy aus. Aber der Rest schaut gut aus. Okay, also er entkommt, das passt. Die schießen noch auf die Trolle, auch in Ordnung. Dann schießt halt auf die Gas. Gebufft habe ich jetzt gar nicht, auch ein schöner Fehler. Die sind wieder fast tot hier. Also die Warp-Border muss ich irgendwann mal wegtun. Die sind nicht schlecht, aber so langsam verlieren sie ihren Wumms. Das bringt dann alles nichts. So, Unlost Penalty und fertig. Sind die unverwüstlich? Nee. Braucht nur noch einen kleinen Schubs. Gut. Passt, ist nicht perfekt, aber voll egal. Kaputt ist kaputt. So, wie mache ich da jetzt weiter? Ich wollte irgendwo hin. Ja, genau, ich wollte runter zu den Echsen und das langsam töten, sobald ich hier alles aufgebaut habe. Wird teuer, aber ich muss anfangen, einfach mal langsam ein bisschen ein paar Siedlungen einzunehmen. Und ich glaube, die Wüste hätte ich gern. Das heißt, von unten, von den Echsen bis hoch zu Lamia. Ja. Genau. Also von hier unten, Tempel der Schädel, Schlag mich tot, Schlangenküste bis hoch nach Lamia. Will ich alles haben. Weil dann gehört mir mal was. Dann kann ich auch ein paar Einheiten ausbilden. Und. Ne? So, der verbotene Stab macht Energie. Ja, nice. Ja, Damage to Self, aber... Maximum 160 Damage. Das ist erträglich. So. Genau. Der hat Loyalität wieder bekommen. In welcher Area? Aha. Aha. Welche Area? Wo? Was? Gut, egal. Master Engineer. Der kann nicht viel machen. Gut, genau, ich brauche die Warplets-Kanonen, die will ich endlich haben. So. Rattlinger Schrott. Ich meine, ja. Keine Ahnung. Mein Geld, ja, ich will was bauen, aber. Ist da schon solchen Priester dabei? Ja, gut. Von wem wird das überhaupt belagert? Von denen. Könnte ich wegmachen. Oh wow, oh hell no. Nee, danke, lass mal. Nahrung hab ich. Untergang, den holen wir uns wieder. Der ist gut. Mit dem gehen wir jetzt
Wo hat's denn richtig Kohle? Wo liegt denn die richtig. Da oben hat's auch irgendwo Kislev. Hier. zweitausend klingt doch gut. Was ist das? Altdorf. Ja, gehst mal dahin, oder? Ja, Altdorf, easy. Sehr schön. Gibt Geld. Ich meine, es gibt noch das Höllendingens, das irgendwo hier, glaube ich, ist. Neben der Chaoswüste, da hat so ein Höllen. Heißt irgendwas mit Hölle. Ist ein Skaven-Ding, glaube ich. Aber egal. So. Entscheidender Sieg. Ah, dann stirbt der vielleicht. Das ist sehr gefährlich. Das machen wir dann doch lieber manuell. Weil der ist verletzt. Das ist nicht gut. Ach so, das wollte ich eigentlich. Eigentlich wollte ich ja warten, ne? Ich wollte ja warten auf den anderen Typ. Ist jetzt aber egal, weil die sind alle schon verletzt. Das heißt, da komme ich easy rein. Die Türme baller ich mit den Warp-Blitzkanonen kaputt, die ich hier habe. Auf der einen Seite renne ich rein, nehme die Werkstatt ein, das war's. Ganz entspannt. So. Genau. So. Ja. Gut. Dann kann ich ja bis hier hin. Easy, ne? Okay. Ja. Also da können wir schön Schaden machen, das passt dann schon. 100 Meter Reichweite. So, Katapulte. Lauft's, fahrt's, tut's was. Ich meine, das ist eh schon gewonnen, weil da ist so viel kaputt bei dem. Wie will er da irgendwas machen, ne? Ja, schaut euch das an. Ah, der Bug ist weg. Sehr schön. Der Bug ist endlich weg. Nice. So. Dann können wir jetzt hier rangehen. Scrollkanal hin. Die können nah hin. Die können nah hin. Ratten können wir beschwören. Die böllern jetzt halt einfach, ne? Gut ist. So. Macht halt krassen Schaden. Hurra. So, wie stark ist es gegen einen einzelnen? Das wüsste ich gerne mal. Nicht sehr stark. Ich meine, es macht schon ein bisschen Schaden, aber es haut mir jetzt echt nicht um. So, hier konnte man doch nur solche machen. Ne? Genau, schau mal, wie gut solche ist. Ohne Dingscast. Es ist halt so stark. Soll ich das mal? Ja, es macht schon krassen Schaden.
Kann man nicht anders sagen, ne? Das macht krassen Damage. Gut, ihr könnt ja alle reingehen jetzt, ne? Schön da reingehen. Der auch. Ohne Probleme. Der Trank macht so keinen Sinn auf ihn, aber... Ist halt voll gewonnen. So, Trolle noch töten. Aber wir hauen gleich die ab. Ja, gegen Großeinheiten ist der Zauber, glaube ich, besser. Hallo. Schön alles buffen. Na, schafft er die Trolle noch? Ihr könntet da jetzt mal aufhören zu schießen. Das muss jetzt auch nicht mehr so werden. Fertig, genau. Weil das ist dann doch ein bisschen zu viel Splash für meinen Geschmack. Bin ich ehrlich? Ja. Aber passt. So, das war jetzt easy. Aber wie gesagt, ich brauche Katapulte, zwei Jessails, glaube ich, sind ganz, die sind schon ganz nützlich so. Vier Rattling Guns und vier Warblitz-Kanonen. Die Warblitz-Kanonen sind einfach wichtig. Weil damit hätte ich Krogar und Kroak snipen können, richtig krass snipen können und gut wegwälzen. Das ist halt einfach wichtig. Ja. Das machen wir alles später. So, tiefer Reich. Tschüss. So. Entscheidender Sieg. Auf Wiedersehen. Ausrauben. Gut. Machen wir die noch kaputt. So. Okay. Gut. Strike when I say. Ja, warte mal, ich könnte ja auch noch. Ja, bringt nicht so viel. Machen wir mal das hier. Ja. Schauen wir mal, ob das was lohnt. Hier jetzt nochmal eine Armee. Grimgorg selbst. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Weil Grimgorg hat die Fähigkeit, einfach durch alles durchzurennen und Riesen zu nerven. Aber na gut. Untrusted Worm, Poison After. Ja, Poison After, genau. So. Das passt. Ich hatte ja noch einen Energiestein. Okay, der hat das lieber Nuka Bonobus. Heiltrank. Auf dem Seuchenpriest. Obwohl. Ja, nee. Fog of Pestilence. Channeling Plague. Master Engineer. Ach, der heißt so. Lol. Er braucht noch einen Namen. Ja, dann. Wie nennen wir den denn? Keine Ahnung. Ich bin nicht gut mit Dingsnamen, mit Skaven-Namen. Okay, genau, weil das hat er schon. Aber die Warblitz-Kanonen fehlen ihm noch. So, zwei Jessails. Genau. Wieso kann ich ihm die Sturmratten gerade nicht geben? Sturmratten.
Hallo? Deswegen wahrscheinlich nicht. Ja, okay, na gut. Egal. Gut, ich kann jetzt tatsächlich bauen. Lass mich nur gucken, ob ich hier besser bauen kann. Ja, ich muss hier auch mal Stuff bauen. Genau, das muss ich hochbringen. Das ist wichtig. Und die Mäuerchen. Hat einfach eine dringliche, eine höhere Dringlichkeit. So. Ja, der schafft es schon. Später das, das, das. Gut. Too weak to betray. Genau. Stinks like a glacier. Okay. Should kill. Was haben wir hier noch? Reload. Ja, das macht schon Sinn. Ne? Okay. Dann haben wir hier noch was. Untrusted worm. Poison after. Das will ich eigentlich auch noch irgendwann haben. Aber hier warte ich jetzt erstmal. So. Karak Asgal. Money. Und dann Richtung 8 Gipfel. 9 Runden braucht es, bis der Verschleiß losgeht. Boah, das ist ja ewig. Ja, hier brauche ich es jetzt doch nicht. Wisst ihr was? Boah, das dauert eine lange. Ich greife jetzt einfach an. Mach so viel Schaden wie. Ich habe die Gegenstände wieder nicht ausgerüstet. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich Gegenstände hinkriege. Das ist so furchtbar. Außerdem muss ich Quiek irgendwann noch die. Diese eine Dingsschlacht machen lassen. Von der ich echt nicht weiß, ob ich die hinkriege. Ich meine, ich habe Katapulte, ja, aber. Da kam so viel Müll an. Okay. So. Ich würde mich jetzt einfach mal hier aufstellen. Beziehungsweise, wenn die weit schießen. Ja, nee, komm. Die Katapulte machen wir kaputt. Das passt schon. Können soweit feuern. Macht es aber nichts. Schießt. Ja, komm, schießt nochmal. Jetzt schießt den Turm noch kaputt. Ah, da sind schon ein paar Katapulte kaputt gegangen. Ungeil. Macht aber nichts. Schießt den Turm kaputt. Ich will alle Türme hier vorne, die böse sind, kaputt haben. Kostet mich Munition, ist es aber wert. Na, muss man ehrlich sagen. Kostet Munition, aber das ist es wert. Tschüss. Auch wenn sie jetzt noch nicht besetzt sind. Sicher ist sicher. Wow, haben die viel Schaden gemacht. Krass. So. Nun denn. Wir marschieren weiter. Ja, ist aber machbar. Na, ist schon machbar. Muss mir nur überlegen, was ich hier mache. Ich könnte solche casten. Ah, übrigens, der ja, nee, der muss hinten stehen. Der muss ja den ganzen Bums hier buffen. Warte mal, bufft der alles? Wow. Okay. So, die Chisails böllern ein bisschen. Katapulte böllern ein bisschen. Ich hätte gern, dass die da hinten hinknallen, weil wirklich die großen Blobs sind. Ja. Weil da tut's halt weh. Alles andere macht halt wenig Sinn. So, was ist, wenn ich das overcaste?
Erhöhter Schaden. Ja, gut, das war nicht schwer. Mach doch mal. Ich will mal sehen, was die Seuche hier bringt. Naja. Geht schon. Schwarz auch so stark? Ja, scheint schon mit Schwach zu sein, ne? Gut. Dann rufe ich jetzt mal meine Rattenarmeen langsam zur Hilfe. Kann der die Rakete da reinschießen? Wenn ja, wie viel Schaden macht das? Ich glaube nicht, dass er das hinbekommt. Aber, so, was ist das? Probieren wir das mal aus. Das war's. Das war's? Das war ja gar nichts. Okay, Spaltenruf komplett useless. Wissen wir Bescheid. Ah, also ich habe jetzt irgendwas so wie nicht ganz so krass wie die Anrufe von Sotek im Kopf gehabt, aber halt irgendwas, was irgendwas bringt und nicht nichts. Alter, das war jetzt schon sehr schwach. Könnt ihr soweit feuern, bitte? Feuert doch mal da hinten drauf. Also, das war jetzt peinlich schwach, ne? Muss man ehrlich sagen. Gut, er hat ja kaum Stuff. Das schießen kann. Na, er hat kaum Stuff zum Schießen. Deswegen. Das bringt gerade wenig, die würden nur sterben. Wieso sind denn da jetzt Leute draußen? Auch interessant, dass der hier rausrennt. Kann man natürlich machen, aber. Klug erscheint mir das jetzt nicht zu tun. Na gut, muss er wissen. Schauen wir mal, ob wir die Spinnenreiter ein bisschen beschäftigen können. Ah ja, habe ich euch erzählt, ich wurde gekündigt, weil ich krank bin. Geil, ne? Also in der Probezeit krank sein, an der Vorwoche sich den Arsch aufreißen für irgendwelche Leute und schwere Kisten schleppen, 550 Kilo, in 2 Stunden durch die Gegend schubseln. Da denken sie dann, da heißt es dann, ja, man rödelt rum, weil man ein bisschen zu lang gebraucht hat. Dass man krank ist, interessiert keinen. Und jetzt muss ich hier ganz kurz das Rolle machen, Moment. So. Genau, und wenn man dann sich denkt, okay, jetzt ist die eine aus dem Urlaub wieder zurück, passt schon. Jetzt gehe ich zum Arzt. Dann kommt am. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dann kommt am Tag darauf. Also man hat gerade einen Tag quasi. Ich gehe jetzt mal auf da.
War gerade einen Tag waren wir gerade krank, war gerade eben erst beim Arzt. Kommt sofort am nächsten Tag der Anruf, woran man dann glaubt, dass man wieder zur Arbeit erscheint. Was ich mega dreist fand. Ja, dann habe ich die Krankmeldung halt am nächsten Tag abgegeben. Ja, am letzten Tag, wo ich es noch darf. Ist ja rechtzeitig. Und dann kommt am selben Tag kommt dann die Kündigung. Geil, ne? Wo ich mir halt auch denke, Leute, what the fuck, was ist halt falsch mit euch? Aber das ist okay, der Laden, in dem ich war, der war eh absoluter Bullshit. Kann man nicht anders sagen. Es war, ist nicht wahr. Es ist so. Und es wird auch eine lange Zeit so bleiben. Es ist einfach der fürchterlichst geführte Laden ever. Also die Leute haben alle keine Ahnung. Nur Lack gesoffen. Das ist echt schlimm. Aber so ist es halt. So ist es halt. Gut. Sieht so aus, als würde ich hier ganz gut gewinnen. Bisher. So. Oh, die Jazales könnten... Wow. Die Waffenteams leider nicht, aber die Chazales könnten auf die Mauer. Das ist halt auch heftig. So, ja, den Rest ballerst du jetzt einfach nur noch da drauf. Und gut ist. Das ist ein Riese. Und den sollte ich mich natürlich noch kümmern. So. Das sind bisher nur hergerufene Einheiten, die hier so ein bisschen Stuff-Stress haben. Ja, das passt schon. Ihr müsst halt echt aufpassen. Ihr seid halt schon sehr low. Die machen das ganz gut. So. Macht's mal den Giganten kaputt. Ich finde es krass, wie so eine kleine Ratte gegen so einen Riesen kämpft. Aber die machen das auch irgendwie nicht so toll. Also ich hätte schon gern, dass hier ein bisschen mehr Wumms dabei ist. Dass die sich hier ein bisschen anstrengen. So, der klettert da hoch, Glückwunsch. Naja. So, Chazales, ihr seid da. Oh, die können da jetzt schön drauf schießen. Ich glaube, auf die Trolle macht das keinen Sinn wegen der Regeneration. Egal, die böllern da. So. Gut, ja, dieser stirbt. Passt. Hallo? Da hat es Spinnenreiter, die jetzt hier von der Seite reingerätschen oder wie lustig. So. Ihr könnt da mal runtergehen. Du könntest aufhören zu flänklern. So einfach mal kämpfen. Der Riese lebt immer noch. Ne, ist ein Schwarzorks. Spinnenreiter. Da ist der Riese, der ist gebrochen. Sehr schön. Ja, Leute, dann go. Ihr müsst da drauf. Da mal schießen. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Prepare to die!
Genau, die machen sich mal schneller. Ein bisschen. Zange nehmen. Das sind jetzt meine Super-Einheiten. Die müssen natürlich ein bisschen gebufft werden. Ja, das Schöne wird es sich bewegen. Will aber nicht. Muss man ziehen. So, wir wissen natürlich, dass Clan-Ratten nicht die stärksten Einheiten sind. Aber schon in Ordnung. So. Sind sie die einzigen, die von der Seite aus reinrennen? Das ist gefährlich. Das sollte ich mir mal überlegen. So. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Okay, gut. Schön. Gut. Dann gehört das Ding uns. Beziehungsweise wir haben es halt plündert. Schön abplündern. Tschüss. Gutes. Passt. So, ein Quiek würde ich gerne den Heiltrank geben, ne? Der wäre nicht schlecht. Der wäre nicht schlecht. Mal schauen. Mal gucken. So. Wird Zeit, wieder so ein Eukalyptus-Bonbon-Tablettenteil. So schauen die aus. Und solche Eukalyptus-Dingsies. Zu schlucken. Yes, yes. Queen always wins. Hm. Okay, unten ist. So, 4000, nochmal 12.000. Da haben wir schon Unterreich. Okay, easy. Dann gehen wir jetzt weiter nach Karak 8 Gipfel. Ja. Haben wir ja gesagt. So. Genau, einfach damit uns das mal gehört. Ich meine, das wird hier schwierig. Ich werde da mal gucken müssen, wie ich das mache. Aber insgesamt, ja. Nachdem uns das bald gehören wird, ich nehme es einfach mal ein. Damit es weitergeht. Vielleicht werde ich dann später wieder es nicht haben und dann, na, whatever. Gut, Karak Azul macht gerade gar kein Geld, dann machen wir einfach mal das und das. Der ist fertig, der ist komplett fertig. Der Seuchenpriester. Was geht man dem denn noch? Mehr aushalten ist immer gut. Auskundschaften finde ich auch nicht schlecht. Die Abklingzeit ist schon in Ordnung. Waffenstärke braucht er nicht. Entweder das oder Auskundschaften. Mach mal tankiger. Items kriege ich mit der Zeit von allein irgendwann. So. Ja, ich könnte jetzt hier wieder bauen. Oder ich gucke nochmal, wo ich Gebäude bauen. Schaut's mal hier. In Khemri zum Beispiel habe ich dieses Gebäude noch nicht. Werde ich so schnell auch nicht kriegen. Warte mal, hier mache ich 190. Boah. Wie gut ist in Khemri ausgerüstet? Ah ja, Stufe 3. Ja, gut, dann hat das noch Potenzial. Machen wir mal so. Okay. Dann decke ich hier eine ganze Menge ab. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, bis zu 6 Tiefenstädte. Vielleicht sogar 7. Mal schauen. Das geht gut. Das machen wir jetzt. So. Master Engineer. Genau. Ansonsten haben wir hier alles. Shielded Clanrat Units. Ja. Mace Units. Recruit Rank, Morse Units, Vermace Units. Habe ich alle nicht. Benutze ich halt gar nicht, ne? Das ist schon krass. So. Gut.
what do you offer? Things for burn fuel. No! Irgendwann müssen wir da zusammenarbeiten, Leute. Ready. Greetings from C. Warte mal, die mögen Reiklands nicht, ne? Aha, das ist doof. This action does not have my greetings from Sigma. Wenn ich das... Ja, brauche ich jetzt nicht. Ne, erst will ich Squire haben. Submit to your key, my sarcophagus is current. Ja. Hat es noch irgendwelche anderen, die irgendwas können und mich mögen? The Queen of Tides. Die war mal stark, ne? Das ist ja komplett useless. Fair winds and fairer tides. Naja. Ich glaube nicht, dass irgendwer Frieden schließen will. Navarant ist wieder Level 1, ja klar. Also, höchste Stufe. Bräune ich. Nein. Keiner will Frieden. Die wollen Frieden. Will ich Frieden? Haben die Geld? Das Ding. Ne, warte mal. Aggressivvorherrschaft, zu Recht misstrauisch. Also ich will halt hier die ganze Wüste hier haben. Das alles. Bis hier hoch. So. Die Frage ist nur. Versuchen wir es mal. Ich meine, mit dem habe ich gerade keinen Stress. Ich glaube, mir gehört hier sogar viel. Habe ich nicht überall? Nee, habe ich nicht. Aber das macht nichts. Die kommen noch. Ja. Die kommen noch. Genau, hier baue ich mich noch auf irgendwann. Nächste Runde. Das passt dann schon. Genau. Jetzt zieht vorbei. Ja, mach ruhig. So. Lybras müsste jetzt dann die Belagerung spielen. Mal gucken. Was machen die da? Lager aufschlagen. So viele aufgedunsene Leichen. Graf Noctilus ist halt super stark. Ich finde es krass, dass sie Graf Noctilus hat. Das ist schon... Na schon, knackig. Oh nein. Wow. Was ein Idiot. Okay, wir nehmen ganz viele Ratten mit. Sicher ist sicher. Und wir kämpfen das manuell. Ist klar. Das zählt halt jetzt. Das darf ich jetzt nicht verlieren. Aber er hat halt nur Skelett-Bumsköpfe. Ne? Ich habe Rattenohr, Katapulte. Ich habe auch Schattenläufer. Ist auch sehr stark. Ich habe einen Haufen Gossenläufer. Die sind auch nicht schlecht. Die können ein bisschen schießen. Ein paar Sturmratten und so. Ushabti. Ich muss aufpassen, dass er mir nicht mit den Ushabti die Wehrstadt vom Hintern wegzieht. Ne? Da muss ich aufpassen. Ja. Ich werde halt die Katapulte irgendwo hier so hinstellen, wo sie nach draußen schießen können. Er hat ein paar von diesen Harpien-Typen. Mal schauen. Wichtigste Ziele sind... Rammen und Belagerungsturm. So. Okay. Hier. Pass mal auf. Alter, 200. Ja gut, ich hätte gern... Dann stelle ich halt euch da hoch. Und euch da hoch. Macht so keinen Sinn, aber... Okay. Gut. Now,
So, die Katapulte. Hier so hin. So. Ihr kommt zur Wehrstadt. Genau, machen wir das so. Dann habe ich so ziemlich alles abgedeckt. Was ist das? Warlock Techniker. Der könnte tatsächlich da oben irgendwo stehen, aber... Ich hab gar nichts mehr. Rattenhunger. Ich würde die auch noch hier hin tun. Sind die gegen Anti-Large? Gegen Infanterie, okay. Ja, gut. Ja, der. Na gut. So. Die töten. Und die Rampen ist weg. Das heißt. Yeah. So. Erstmal stören. Katapulte schießen. So. Sobald die low sind, können wir da die Warp-Bombe drauf casten. Sind sie zu weit weg, lohnt sich nicht. Na gut. Bitte da drauf schießen, ja. So. Die sammeln sich noch mal. Gut, ja, dann ja. Sehr schön. Sehr schön. So, Katapulte können natürlich irgendwas drauf schießen. Naja, das hier muss halt weg, ne? Die Ramme muss weg. Übrigens, was ganz dringend weg muss, sind diese Geier. Hallo? Und wenn wir die Geier hier wegkriegen. Ja, die sind schon gefährlich. Todesgeier. Und boom! Nice! Der Schaden passt für mich. Okay, ich würde so langsam mal hier ein paar Truppen hochstellen. Obwohl das vielleicht so. Einfach damit mir die Türme nicht weggesnackt werden. Ich muss immer noch die Ramme. Ja, jetzt. Alter, jetzt sind schon wieder. Was ein Scheiß. So, wieder aufhalten. Ich muss auf die Tür. Das ist schon wichtig. Vor allem da drüben kommt ganz viel Stuff rein. Dann gehen wir schön da hoch. Schon wieder nicht mehr. Unglaublich. Wo funktioniert hier gerade nicht? So, jetzt. Irgendwas haben die. Reich der Seelen. Ah ja, die regeneriert sich. So, hä, wieso sind die da drauf? Das sind die Schatten. Ich wusste es. Da können wir es mal reinrufen. Aber das passt schon. Das passt schon. Clan Rats!
Es ist so furchtbar, dass die Türme so klein sind. Naja. Das Tor haben sie kaputt, Alter. Okay, pass mal auf. Da kommst du wieder am Arsch, ne? Gut. Müsste aber noch irgendwie machbar sein, hier den Bums zu deffen. Hast du nicht gewonnen? Leute, es ist halt so witzlos wenig. Aber okay. So, angreifen, kämpfen. Ja, die könnten es versuchen, aber. Die Bombe war richtig gut. Die Bombe hat ordentlich gescheppert. So, das muss man natürlich verhindern. Ich glaube, ich hab's jetzt hier und so. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Katapulte leben auch wieder. Kann man angreifen. Zerfallen die nicht langsam? Ja, doch. Ein kleines Bumm-Bäumchen hier. Schattenläufer. Hat sie Angst? Die haben Angst. Okay, so, Sieg ist nahe. Jetzt haben wir es. Army Lost Penalty. GG. Gut. Können wir mal rausgehen, ein bisschen Schaden drücken. Und das waren jetzt nur Pfeiltürme. Stufe 3, glaube ich. Nicht sonderlich stark, aber auch nicht schwach. Es ging. Ich glaube, die haben schon gut Schaden gemacht. Ist natürlich aber auch eine gute Stadt. Also hier 2, 7 Türme, das ist schon so mega. Nur das Tor hier, das nervt, dass hier nichts mehr ist. Egal, gewonnen, passt. Ist in Ordnung für mich. Kann man lassen. So. Krokgar steht noch vor meiner Pforte. Jetzt ist die Frage, nehme ich das Replenishment oder das Geld? Aber ich glaube, die Tomb Kings geben nicht viel Geld. Dann nehmen wir dann eher das Replenishment, würde ich mal sagen.
ziemlich schwierig. Ja, gibt kein Geld. Hier muss ich Flemish machen. Das ist besser. So, kommt der nächste Bums. Ist aber egal. Sobald die Armee fertig ist, kann ich das machen. Ich muss halt jetzt halt nur auf die Kanonen gehen. Die Warp-Blitzkanonen. So, er hat meinen Hinterhalt nicht entdeckt. Ja, schade für ihn. Dann kriegt er jetzt aufs Maul. Stirbt, stirbt. Ja, gut, die Großen, die sind ein bisschen schwieriger. Hat einen Riesen dabei, aber generell kann ich da alles töten. Schau mal. Gut. Ich komme von dort hin. Kurbelwagen. Das Notlinge. Flusstrolle. Giant. Okay. So, die sollen ja flanken. Okay. Passt. So, Frage ist, auf was feuern die? Das passt schon. Erstmal abwarten jetzt, ne? Oh, die Kanone kann noch da. Ah, nee, du musst ja hier hin. Okay. Gut. Warten wir mal ab. Ach ja. Gar nicht schlecht. Der ist halt full life. Ich habe immer noch nicht den Heiltrank benutzt. Ah, nervt. Nervt, nervt, nervt. Okay, ich würde mit allem dann einfach ein bisschen weiter nach vorne gehen. So. Also. Die können schießen, gerne auf die Kurbelwagen. Ihr könnt schießen, gerne auf die schwarze Box. Schau mal, wie gut sie die Kurbelwagen treffen, wenn überhaupt. Bisher gar nicht. Auch interessant. Den Giant, den könnt ihr doch machen, oder? Komm schon. Müsste doch jetzt ordentlich was gehen. Wo ist der Schaden? Ich sehe den Schaden nicht. Wo ist der Schaden? Kommt schon, Leute. Wo ist der Schaden? Wie weit wollt ihr eigentlich noch laufen?
Na komm. Macht's doch ein bisschen Damage. Bitte, Katapult. Please. Wo ist der Schaden? Ich sehe immer noch keinen Schaden. Wo ist der Schaden? Was ist mit dem Riesen? Kommen die? Ja, ist ja egal. Na kommt, Leute. Wo ist der Schaden? Ich will nur Schaden sehen. Bitte. Also irgendwie mache ich hier keinen Schaden. Oder bilde ich mir das ein? Ich weiß nicht. Irgendwie mache ich hier keinen Schaden. Unglaublich. Wo ist der Schaden? Wo ist der Schaden? Kann mir das jemand sagen? Schaden? Irgendwer? Hier? Schaden? So. Der Giant. Wo ist der denn? Da hinten. Lebt halt immer noch. Krass, Mann. Unglaublich. Ja. Mal so eine Frage, was soll das denn? Rennt der da in mein Katapult rein? Ich glaube, es hakt. Hallo? So ja gleich 10-mal. Was für denn der Scheiß jetzt? Plague marks to me. Aha. Alles sehr seltsam. Flusstrolle sind noch gefährlich, aber der Rest ist eigentlich jetzt geworden. Ja. Must eat Warpstone. Ich glaube, es ist nicht gut, Warpsteine zu essen. Ich kann mich irren, aber ich glaube, das ist nicht. Das müssten wir jetzt dann gewinnen. Mein Grimgott stirbt nicht, aber wir haben halt viel zerstört, viel Schaden gemacht. Das passt schon. War am Ende dann doch ganz okay, würde ich sagen. War okay. Na, nicht super, aber passt. Tja, Leute. Ah ja, okay. Nun denn. Money? Money! Tschüss.
Oh wow, ja, gerne. Urgard Menschenschinder. Ja, läuft. Kommandant Skroll, er ist ein Kommandant. Gut. So, Björnlinger. Nein. 13.000 Money habe ich. 31.000. So langsam geht's echt hoch. Schön. Ah. Wir haben endlich Subatum bekommen. Nice, dass es das gibt, wusste ich gar nicht. Okay, in Subatum bauen wir das und das. 240. Ja, ist nicht. Moment, so. Dann hier. Wait a second. Oh, das Tunnelchen fehlt. Ja, gut. Gut, das kann jetzt weg in Itza. Das lassen wir noch. So. Einfach ein bisschen Kohle machen hier, ne? Aber ich habe ein Problem. Und zwar müsste ich hier dieses Gebäude bauen. Das heißt, die beiden switche ich jetzt rum. In oh, 970 in Itza. Das wäre Geld. Aber von 40 auf 80. Ja, pass auf, nein, ich switche es nicht rum. Hier baue ich das andere Gebäude. Das Gold kostet und Dingens macht. Weniger Entdeckung. Okay. Gut. Gut. Hier wollte ich das da irgendwann neu noch bauen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch mega kräftig. Aber. Nee. Lieber das Nahrungsteil? Ja, lieber das Nahrungsteil. So. 1400. Ja, das bauen wir auch irgendwann. Aber nicht jetzt. Karak Azul. Ja, das ist egal. So. Too weak to betray. Wer ist das? Garra. Der hat Katapulte und viele Clanratten. Sturmratten hat er auch, genau. Kriegt er das? Die beiden. Skrolk. Der hat auch Katapulte und eine Menge Clanratten. Solchen Clown-Katapulte, ja. Kommt auch noch. So. Der macht. Gut. Dann. Hallo. So. Tschüss. Geld. So, wir ziehen. Plündern durch die Lande. Wir wollen ja. Genau, pass mal auf. Oder ich ziehe mich so zurück nach Lamia. Nein. Eine Armee allein reicht nicht, um das alles zu töten. Das dauert mir zu lang. Ich ziehe jetzt ab. Ich gehe hier hin an diese Küste. Und gut ist. Na komm. So. Die ziehen jetzt hier an die Küste. Naja, irgendwann. Quiek, du musst
Wie machen wir das? Weil der hockt da nur auf seinem fetten Hintern und macht sonst nichts. Das ist extrem nervig. Ah, der wartet ja noch, genau. Ah, hält nicht bewegt. Der hat ja seinen Auftrag, ne? Der muss ja. Was ist das hier? Nix. Ne, hier hat's. Ah! Ja, 1000 ist nicht schlecht. 1500, aber hier oben hat es irgendwo. Ja. So, der läuft dahin. Ich hoffe, den Befehl kriegt er. So, jetzt ist halt die Frage: Quiek. Quiek hat das Problem. Also, ich habe hier einen Typen. Ich habe da einen Typen. Und ich habe hier noch mehr Bums. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr, oder? Ah, doch, Dingo Kratz kann man noch lassen. Ja, mach so. So. Ich stehe hier verdammt gefährlich. Warte mal, wenn ich in den Verschleiß trete. Und ich gehe in Hinterhalt, werde ich immer noch verschlüsselt. Beim Plündern nicht. Aber ich stehe hier so gefährlich. Das sollte ich mir gut überlegen. Ja, lieber in Ambush. Stance. Steintrolle. Ja, der hat sau viel. So, ich könnte versuchen. Ja, warte mal, das könnten wir ja dann gar nicht. Warte mal. Verbrauchte Nahrung 5. 10 Runden bauen. 140. Kann ich nicht machen. Wenn ich den Tunnel hätte, wären es 50. 100. Boah, sau knapp. Und 10 Runden warten. Ach gut, die unterste zerstört. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Es kostet wie viel? 1085? Und 10 Runden. Weil der allein kriegt das nicht gebacken. Also der ist stark, aber das sind zwei volle Armeen. Plus so ein Ding auf Stufe 5 hat der Mauern. Rattenfängers. Bisschen versteckt. Bosslager. Kaserne. Also, der bleibt jetzt erstmal da stehen. Na, ist okay. So. Dann steht Krogar hier alleine rum, macht gar nichts. Das ist schon okay. Das dauert noch 3 Runden. Ja, okay. 3 Runden. Na gut, dann warten wir noch 3 Runden. Das ist stark. Always breeding. Wenn ich irgendwann genug Nahrung habe, kann ich das machen, aber aktuell nicht. Warpstein-Reaktor. Was ist das denn schon wieder? Warpstein-Reaktor. Ah, da oben. Ja, gut. Ja, aber minus 5 Nahrung ist halt teuer. Aua. Stinks like a grace. Ah, nee, das geht. Should kill when get a chance.
Ja. Gut. Die. Ne, passt. Der braucht noch. Kein Geld. Ja, ich hätte schon gern die Hillebarden. Ja, dann lassen wir erstmal die Clan-Ratten, das passt doch schon. Waffenteams, Katapulte, Jazelser und vier Dingsels will ich noch haben. Vier Warblitzkanonen. Aber das dauert noch. Na gut, weiter geht's. Huh. Ah, okay. Oh. Gut. Gut, sorry, ich war gerade in Gedanken bei dieser beschissenen Kündigung. Das war so ein Bullshit, kannst du dir nicht ausdenken. Was die da sich leisten, ist ich glaube, das ist sogar illegal. Aber es ist halt ein 450-Euro-Job, was willst du da machen? Da will ich jetzt nicht rumklagen und nix, aber ich glaube, es ist halt super illegal. Ja. Weil die Bestätigung der Kündigung haben sie mir erst nach Ablauf der Frist zukommen lassen. Das muss man sich halt mal vorstellen. Und ich glaube, das ist nicht zulässig. Ist es nicht. Und dann haben sie... Ja, mal gucken. Mal schauen. Also es ist so... ne? Mich da krank arbeiten lassen und mich dann kündigen, wenn ich... Es ist abartig. Das ist wirklich krass. Oh, jetzt bin ich gebumst. Obwohl. Ah, der ist auf Hinterhalt gegangen. Okay, pass auf, das könnte sehr, sehr gut für mich sein. Ist egal. Unterstädte im Buckelberg. Nice. Wilde Schlag, das interessiert niemanden. So, in Buckelberg. Gut. Passt. So. Wollt ihr nicht laufen? So. Splitterfels, genau. Da kann ich auch noch was bauen. So. Einfach ein bisschen was bauen, ne? Easy. Zerstörte Bucht. Ja, hier gibt es halt kein Geld, wenn ich dieses Dingsgebäude baue. Ist aber auch egal. Das passt soweit schon. Die Intrige der 13 gibt es in 6 Runden wieder. Clanstein des Clanmoors, genau. Der wartet. So, hier muss ich gucken. Ich weiß, dass hier einer hingegangen ist. So. Das Ding ist... Ja, alles kostet vollste Bewegung. Das ist der Schwachsinn. Erfolgschance für Unterhalt. Minus 25%. Ich weiß, hier war irgendwas. Wenn die mich ambushen, habe ich ein Problem, weil die Waffe... Die Katapulte... Aber ich glaube, ich könnte das hier schaffen. Die Armee. Weil das ist nur, weißt du, ich habe ja Katapulte. Mit denen kann ich hier richtig reinböllern. Ich weiß noch nicht, ob ich es wagen soll.
Weil ich weiß, hier lauert ein Hinterhalt auf mich. Irgendwie. What now? Es ist so gefährlich. Soll ich es lassen? Ah, die Entscheidung ist schwer. Die Entscheidung ist sehr schwer. So, der nächste, der es versucht. Hat aber auch voll vergessen. Machines and then sorcery! So, noch zwei Runden. Das ist okay. Ja, der kriegt auf jeden Fall Katapulte und so ein Quatsch. Trust him for now, now. Wobblitzkanon, perfekt. Rattenoger haben wir nicht. Haben wir auch nicht. So, was machen wir jetzt noch? Plünderer? Hm. Seine Armee ist schon nicht so teuer. Das geht schon. Nose, eye, dominate. Ja, nehmen wir den Seuchenschlag noch mit. Schlecht ist ja nicht. Was mache ich jetzt hier mit Krieg? Der steht hier so beschissen. Weil ich werd halt. Nein, der hat Wildorg-Schweinreiter, ist zu gefährlich. Ich habe ja gesehen, dass er da hin ist. Aber im Tunnel. Ja, Ja, aber die Armee brauche ich ja nicht fürchten. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und da ist er und dann kommt er mit zwei Armeen rein, ist auch doof. Das ist alles nicht so gut. Okay, ich versuche noch mit M oder ich gehe in Lara-Stellung. Der kommt bis dahin. Boah, schwer, was mache ich jetzt hier? Ambush, Lara. Ich finde Ambush eigentlich nicht schlecht. Ja, komm, ich schau mir das nochmal an. Ambush schon gut ist. So. Und dann mal gucken. Und dann mal gucken, was sich tut. So, dann schauen wir uns hier noch schnell das Meme an. Gut, ich muss natürlich aufpassen, sobald die Orks dran sind. Ansonsten hilft mir das alles herzlich wenig. So, wann sind die Orks dran? Alter, der hat da 6 aufgedunsene Leichen. Das ist so krass. Klar, die sind dann auch weg, aber der Splash, wenn sie rankommen, ist gigantisch. Also du kannst halt mit einer gut gelegten Leiche, also wenn die gut läuft und ordentlich in den Stack reinkommt, dann kann die 3 Stacks von irgendwelchen Infanterie-Dingern kaputt machen. Einfach so, boom. Auch gegen Saurus und so, also auch gegen taffe Infanterie, wo halt 60, 70, 80 Leute pro Stack drin sind, das kann gut. Also so, ich hoffe, dass diese Viecher nicht zu mir zum Plündern kommen, sonst gibt's Krieg. So, ja. So, was sind jetzt die Orks da? Und ich habe das voll verpasst, oder wie? Scheibenmist. Oder? Ah, nee, sie kommen noch. Ah ja, wir haben sie abgefangen. Das ist gigantisch gut, weil im Tunnelnetz bin ich stark. Oh ja. So, Blitzschlag noch drauf. Ich mache das jetzt aber manuell. Einfach um sicher zu sein. Er hat... Ich kann schon wieder nicht nachschauen. Okay.
Gut. Ja. Wir haben die Katapulte. Hallo? Wir haben... Also die Speere müssen außen hin. Müssen. Damit da nichts vorbeikommt. So, Creek ein bisschen weiter hinten. Warlock-Techniker hier hin. Waffenteam schön nach oben stellen. Das haben wir ja gelernt. Die Chisels können hier so hin. Genau. Richtig. Ich sollte natürlich so früh wie möglich mit den Ratten anfangen zu zaubern. Einfach damit ich so wenig Schaden wie möglich nehme. Hab nämlich keine Lust auf Schaden. So. Ja, er muss ja reagieren. Ach, ich muss reagieren. Ah ja. We move! Move! Aha. Gut. Kann der solche casten? Ja, kann. Ah, ne, die kommen ja. Ja, easy! Easy. So. Noch mehr. Bloody Whiskers! Bloody Whisker. Okay, auch geil. Spread Pestilence! So. Glaskanonen, genau. Clanrats! Hier sind die Glaskanonen. Bum, 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 bum. Gut, dann kann der jetzt das da machen. Weil dann haben die langsam auch... Oh, das ist gut. Also die Kurbelwaben töten. Komm schon, gegen Single Entities müssten wir doch gut sein. Greift doch bitte den normalen Scheiß an. Einer schießt da drauf, einer schießt da drauf, einer schießt da drauf, einer schießt da drauf. Oh, die machen das, die Chisels. Sehr schön, sehr schön. Mehr Ratten, bitte. Ja, gut. Okay, also die Chisels sind halt wirklich gegen so Single Entity schlacht. Alles andere macht wenig Sinn. So, jetzt gehen wir mal nach vorne, einfach um so viel Zeit für unsere Katapulte wie möglich zu herauszuholen. Alles easy. So, schleuder mal deine Rakete. Ich will das sehen. Na komm. Da fliegt sie. Aha. Gut, ja. Wie viel Damage gemacht? Sehr süß. So, hier kommen sie irgendwie weiter. Ein bisschen. Die Redlings. So. Stopp und Schadenböller. Hornet One Protect. So.
Jetzt gehen wir noch hier mit drauf. Run, chase! Oh, wieder immer die gute alte von hinten Taktik. Das ist ja so wieder. Nee, kein Retreat, Retreat. Ich mach jetzt hier Attack Attack. So. So. Naja. Gut. Katapulte bitte wieder sammeln. So. Gut. Genau, Waffenteams machen aktuell einfach gar nichts. Der verliert. Schon nicht so nice. Okay. Ich glaube, das schaut eigentlich doch ganz gut aus. Ja, ja, jetzt haben wir es. Okay, gut. Nicht perfekt. Aber gut genug. Ja, hier sind ein paar verletzt worden, hier ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist das. Passt das schon? So, die wurden abgefangen, das heißt, die müssten komplett zerstört werden. Und das waren die Gelborg Schlag mich tot, Leute. Das heißt, die sind jetzt weg, einer mehr weniger. Nächste Runde kann ich Karak 8 Gipfel endlich angreifen. Hoffentlich einnehmen. Und dann haben wir das. Dann haben wir das durch. Das ist eigentlich ganz gut. Oh ja. Egal wie viel Geld es gibt, das Replenishment ist weit wertvoller. Aktuell. Miedenheim gibt's nicht mehr. Ah, 1000, okay, ist noch. Ist doof, aber tut nicht so weh. Absolutely not. Okay. So. Jetzt kann ich angreifen gehen. Jetzt kann ich in die Lava. Ich könnte auch plündern. We go stalking. Knappe Niederlage. Das ist halt das Ding. Ich glaube nicht, dass ich hier verliere. Aber könnte trotzdem passieren. Ich mache erstmal das hier. So. Der läuft. Ich hoffe, der läuft. Oder hat er seinen Befehl schon wieder vergessen? Leute. Why? War das jetzt hier? Kann nicht so schwer sein. So, hier wird weiter geplündert. Scurry forward. I want a scurry move. I am the plague lord. Aha. Jetzt verteilen die sich. Na gut. Okay. Das passt schon, das ist egal. Let us not allow haste or rage to dictate. Auf einmal ist er ganz handsam, schon klar. Gut. Splitterfels. Ja, Nahrung ist wichtig, ne? Kriege ich auch nur durch Plündern. Ich brauche noch Gebäude 16. Fleischlabor kenne ich nicht. Habe ich nicht.
Na gut, ich baue mich hier so ein bisschen auf. Nächste Runde. Nächste Runde kann ich dann. Macht man hier noch? Das da. Ausbilden. Braucht noch. Boah, Glück gehabt, beinahe verklickt. Und zwar. Also hier werde ich wieder belagert, ja. Schlimm. Ablehnen. Ja. Warlock, Master of Scryer. Was hat der da noch ein Ding? Nee. Ich warte ab. Ich warte ab, bis ich das hab. Dann gibt's die vier Kanonen. Und sobald ich das alles hab, renne ich rüber und mach alles platt. Weil dann habe ich eine gute Armee. Stopp. Ich meine schon wieder Stopp gemacht. Jetzt ist die Frage. Greife ich hier an oder nicht? Aber ich würde sagen, ja. Ich schaue mir das mal an. Okay. So. Ich greife da jetzt an. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wo ich mich aufstelle. Weil die Türme sind echt ätzend. Okay. Gut. Ich würde sagen, Clanratten dorthin. Dann kommt dort was hin. Genau, mit den Katapulten kann ich genau den Scheiß angreifen. Und ich hoffe, ich bin außerhalb der Reichweite dieser Türme. Ja, das ist ja easy. Stopp. Der hat ja gar keine Reichweite. Gut, ja dann. Dann reicht's, wenn ich. Boah. Wie mache ich denn das jetzt? Es sind. Ja, hier an der Ecke stehe ich alles doof. Das ist kein guter. Okay, dann stellen wir uns mal hier auf. So irgendwie, keine Ahnung. Das wird jetzt dauern. Aber so ist es halt. Da alleine. Yeah. Okay. Rückenbrecher. Fliegendes Monster. Ja gut, klar. Kann man natürlich alles so machen. Ne? Jetzt müssen wir halt erstmal warten, bis da irgendwie Ende ist. Jetzt gehen wir weiter. Weg. Was ist hier noch? So. Das ist auch weg. Das braucht's nicht. Das braucht's nicht. So, Katapulte laufen noch, solange die laufen. Ever. Gut. Sind halt lahm, die Katapulte, ne? Ist halt so. Okay, die Chazales fangen an, auf den da anzugreifen. Treffen ihn aber kaum. Bedauerlich.
bringt ja nichts. Wenn die da keinen Schaden machen, absoluter Schwachsinn. Der hat halt zu viel Defense da oben. Der wirft auch krasse Geschossresistenz haben, ja. Da bringt das nicht viel. Das ist natürlich schon cool. Ja. Aber egal. So. Seid ihr fertig? Dann kann ich ja hier jetzt mal angreifen. Das ist jetzt so krass. Ich glaube, ich sollte die Türme erstmal ignorieren. Lieber auf die Truppen da gehen. Muss nur aufpassen, dass die sich nicht zu weit bewegen. Na? Ja, wir bringen Tod und Verderben. Irgendwie. Musik ist gut. Na, jetzt, wir böllern jetzt erstmal so viel Schaden wie geht. Dann gucke ich mir an, wo wir stehen. Und je nachdem mache ich dann nochmal oder halt nicht. Langsam wird es eng mit den Katapulten. Muss ich noch weiter voranschieben? Naja, nicht so toll. Bam, bam, bam. Also der Schaden ist schon da. Ne? Kann ich sagen. Der Schaden ist schon irgendwie da. Oh, das dürfte doch richtig schön knallen, oder? Wir trollen jetzt nicht. So. Noch bin ich außerhalb der Reichweite, alles gut. Oh, Moschatz. Was auch immer ein Moschatz ist, ich weiß es nicht. Sagt mir halt gar nichts. Doom, Doom, Doom. Mehr Doom. Knallt schon ganz gut, ne? Ist schon ein schöner Schaden. Ich weiß ja nicht, wie viele unsichtbare Einheiten da drin sind in der Festung. Das weiß ich nicht. Das ist ein kleines Problem. So, ich mache jetzt diese drei Türme kaputt. Dann kann ich nämlich näher ran. Stopp. Nein, falsch. Wieso wollt ihr jetzt schon wieder? Nein. Einfach nur nein. Jetzt ist es wieder buggy. Ihr sollt stehen bleiben. Okay. So, wenn ich jetzt sage, hier angreifen, dann laufen die. Das ist falsch. Kann nicht schießen, weil er dumm ist, okay. Na komm. Passt. Next. So, das Türmchen kaputt machen. Hm.
Kostet halt ends viel Munition, weil ich das jetzt auf diese dumme Art und Weise machen muss. Aber na gut. Kann man nicht ändern, ne? Ja, oder feuert's da, keine Ahnung, macht's halt den Turm kaputt. Kann nicht so schwer sein. Schön. Den auch noch bitte. Passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Irgendwas schießt? Ach, der Turm lebt noch. Krass. Ach, und der Turm lebt auch noch. So. Der ist ein bisschen nervig, aber das geht schon noch. Gut. So, schießen wir mal da drüben noch hin. Ist ja eine lange Belagerung, ne? Alles muss kaputt. Oh oh. Okay. Das macht also nichts, gut. Alles nicht so einfach. Okay. Also ich mache schon Schaden, so ist es nicht, aber... Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das schaffe. Wenn ich jetzt dann die Mauern stürme, habe ich genug oder nicht? Ich würde sagen, sehr knapp. Ja, sehr knapp. Also ich feuer jetzt einfach wild durch die Gegend, überall irgendwas hin und gut ist. So, die letzten paar Schüsse werden jetzt verteilt. Einfach damit überall was passiert und dann gucken. Weil er hat schon noch gute Einheiten. Mal, wie viele Ratten kann ich beschwören? 8, 15. Jetzt gar nicht so schlecht. Schwierig, schwierig zu sagen. Kann gut gehen, kann schlecht gehen. Wer weiß. Es hat auf jeden Fall echt gut viel Schaden gemacht, aber schwierig zu sagen.
Na gut. Katapult ist im... Oh. Ah ja. Aha. Auch interessant. Ja, ihr könnt ja dann näher rangehen. Das ist ja kein Thema. Da kann da mal eine Verdammnisrakete draufknallen. Hat ja jetzt nicht so viel gemacht. Na gut. Das kann er zaubern. So. Der Turm ist jetzt wieder eingenommen. Da müssen wir drüber gehen. Gut, holen wir uns jetzt hier mal ein paar Waffen her. So. Der kann hoch, der kann eigentlich auch. Ah, so warte ich jetzt. Gut. Ja, geht's da mal hoch. So. Alles buffen. Können wir debuffen. Ihn können wir hochbuffen. So, die Rattlings fangen endlich an zu feuern. Sehr schön. Bisschen zumindest, aha. So, da kommen wir noch hoch. Klettern, klettern, klettern. Wie gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Nimmt leider nicht so viel Schaden, wie ich es gern hätte. Dieser Verachter-Typ. Aber wir können hier mal ein paar Ratten buffen. Vielleicht hilft das was. Geht. So. Macht das Sinn? Ich will nicht. Ja, Genauigkeit, oder? So, noch eine Ratte beschworen. Okay. So, der kriegt jetzt die Gehirndingens. Damit ist er sehr anfällig für alles. Er nimmt Schaden. Das Wack kommt bald hier. Da
Das ist das alles. So, ganz kurze Pause. Okay. War jetzt doch eine sehr lange Pause. Mutti kam heim und dann habe ich da noch was wegen Arbeitsrecht machen müssen dürfen, weil die Überstunden nicht ausbezahlt wurden und. Die Leute schweigen sich jetzt aus, also wird da ein Arbeitsrechtler einfach mal angefragt. Da muss man mal gucken, wie das ist. Ja, genau. Vielleicht kommt was raus, vielleicht auch nicht. In jedem Fall, naja, mal gucken. Ne? Gut, dann schauen wir mal. So, wir sind jetzt hier noch immer mit der Schlacht. Ich habe jetzt halt, ist halt wirklich eine halbe Stunde vergangen, der ich hier die Aufnahmepause gemacht habe. Aber wir sind ja noch mitten in der Schlacht und versuchen hier Karat irgendwas einzunehmen. So. Genau. Da kann man noch was machen. Rattling Gun! So, schön hoch da. So. Jetzt stehen wir hier oben schon mal gar nicht so schlecht, ne? Dauert alles ein bisschen, aber das passt schon. So, ich hätte gern die Mäuerchen übernommen. So. Das sieht halt schon gut aus, so. Aber es bewegt sich dauernd alles. Das ist ein bisschen zu organisch, muss ich gestehen. Da habe ich schon Angst, dass ich hier irgendwo caste und dann die Geier. Ich habe nicht viele Winds of Magic. Das ist bei. Das ist bei anderen Völkern ist das ein bisschen anders. Fast lass mal rein, wird schon was machen. So. Schauen wir mal, was die Seuche hier macht. Aktuell herzlich wenig. Aber okay. Ja, wir versuchen es einfach mal, ne? So, die Chisails könnten jetzt langsam mal hier hoch. Hier so. Die Warp-Bohrer könnten mal durch das Tor. Die würde ich jetzt langsam auch mal herholen. Also schlecht sind die nicht. Und die Chisails, die gehen halt jetzt irgendwie dahin, keine Ahnung. So, alles machen. Gut, now kill. Machen jetzt die Rüstung kaputt. Der kann versuchen, da mal drauf zu knallen. So. Macht er das? Wo steht der denn? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe. Es sind verdammt viele Orks. Tatsächlich. Es sind wirklich verdammt viele Orks. Ja, der verliert gerade, ne? Ich weiß noch nicht, gegen wen er verliert. Na gut. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, ne? Aber. Dass die Bogenschützen so gefährlich sein sollen. Wundert mich, aber okay.
Eisen, hurry! So. Schön drauf da. Krieg würde ich mal zurückziehen. Warte mal. Den würde ich zurückziehen. Solange ich nur die beschworenen Ratten verliere, ist das alles ziemlich egal. Aber... naja. Orkenmoschatz, das ist nicht gut, wenn Leute Scharfschützen durchlaufen. Sogar ganz schlecht. Oh, Krieg stirbt. Wo ist der denn? Hallo, Krieg. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich gebe jetzt einfach auf. Dann überlebt er das. Wo steckt der denn? Ich sehe ihn halt auch nicht. Wo ist der? Ich bin da ganz beschissen. Hau doch mal ab hier. Aber der kommt nicht raus, ne? Der kommt nicht raus. Na gut, dann machen wir jetzt hier das mit der Niederlage. Dann schießen wir es doch ein bisschen. Na, das ist ja in Ordnung. Hatte ich ja eh vor. Dann schießen wir es. Ich hoffe, der Krieg überlebt es jetzt. Mal schauen. Wenn er tot ist, dann muss halt ein anderer Kommandant hin. Ja, dann wird es wieder teuer. Ja, ist halt so. Hab mich überschätzt. Seuche hat gar nicht funktioniert, was sehr schade war. Und gut ist. Er lebt noch ganz knapp. Na gut. This lost plan. Yes, yes. Okay, whatever. Dann nächste Runde. Wie schnell kriegt der seine Leute? Wow. Okay, okay. Ja, ist nicht ganz einfach. Mein. Okay. Na gut. Whatever. Ich muss halt die Türme wieder zerstören, ne? Aber das wird. Jetzt habe ich den wieder nicht in Haltung. Meine Fresse. So viele Fehler. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber so ist es halt. Gut, der nervt, aber sonst macht er auch nichts Schlimmes. Gut. Ja, und dann mal weiter gucken. Ne? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt die nächsten paar Runden noch mache. Man muss ja mal schauen. Ja. So, er greift an. Ja, das kann ich ja wieder manuell führen. Okay. Muss ich ja auch. Es werden wieder Oshapti kommen, die wieder auf die Katapulte böllern. Es wird wieder nerven. Was ist das? Oshapti. Ja gut, das ist egal. Und da kommt irgendwas. Ja. Wird schon werden. Ne? Hoffe ich. Also, es kann passieren, dass ich das verkacke. Ne? Dass die Möglichkeit besteht natürlich immer. Okay, so. Early Steady Doom, genau. Gossenläufer. Dahin. Dorthin. Obwohl, warte mal, eigentlich. Irgendwie so, keine Ahnung. Oder vielleicht doch so. Ja, so. So. Da kommen eh wieder die Oshapti. Der Seuchenpriester macht hier herzlich wenig. Okay. Gut. Die
Warp-Bomben wieder zünden, weil die waren schon echt gut. Die waren schon wichtig. So. Genau, das Katapult kann irgendwo hinböllern. Passt schon. So. Mal sehen, ob wir die blockieren können. So. Ich könnte die Rattenohren mal rausschicken. Damit das Tor nicht wieder so eingedüllt wird, ne? So. Ganz schön nah ran. Na komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nice. Guter Schaden. So. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Was kommt hier an? Streitwagen. Ah ja, die Gossenläufer machen auch Schaden. Auch nice. Gut. Ich hab, die sind egal. Gut. Ah ja, da hinten läuft auch noch mal was an. Ja gut, das passt. So. Die haben leider keine Regeneration, nur Pause 4. So, ihr müsst da rein und ihr schafft die töten. Aber das dürfte ganz schnell gehen. Die sind umzingelt, die machen da nichts. So, das machen wir kaputt. Genau. Aber bisher läuft's. Rattenober kriegen ein bisschen aufs Maul. Ist nicht so schön. Habt ihr jetzt keine Probleme mehr? Und sie verursachen keine mehr. Okay. Dürfte passen. Schöne Explosion, guten Schaden gemacht. So. Nachdem wir das verteidigt haben, können wir gucken, ob wir das Tor noch deffen können. Dann müssen wir jetzt mal schnell raus. Ah ja. Der Stadt ist noch sicher, gut. Passt. Klar. Ja, bisher passt es ja. Sieht aber ganz gut aus. Easy Defense. Dann machen wir jetzt mal die Oshapi hier kaputt. Unterdrückt, genau, die sind langsam.
halten aber viel aus hier. Da schießen jetzt 5 Türme drauf und die sterben nicht so wirklich, ne? Schon krass. Okay. Das passt aber soweit. Ja, da oben ist kein Platz mehr. Gut. Schatten die wegmachen. Was ist das hier? Irgendwelche Ratten. So, die zerfallen jetzt langsam. Da hat Streit wegen. Die können auch weg. Ah, die Streitwegen halten nicht so viel aus, Schatz. Das ist. Die gehen schneller kaputt als die Ushabti. Du, wenn ihr da hochkommt, dann go. Klar. So, was macht er jetzt noch? Jetzt steht er wieder nur da, ne? Wartet. Ich würde die tatsächlich mal zurückziehen, um ganz sicher zu sein, dass nicht schon was kommt. Gut, gut, gut. Oh wow. Das war ordentlicher Damage. Ja, nice. Also die Katapulte machen guten Schaden gegen die Skelette. So, die zerfallen jetzt, Stück für Stück. Wow, macht das Damage. Krass. Dann schauen wir nochmal rein. Hallo Ratten, servus. So, die sind fertig, die Katapulte, da geht nichts mehr, das zerfällt. Die haben nämlich keine Bindung mehr, da kommt der nächste Bumskram. Stirbt aber auch. Einfach weg. Gut, ich brauche ja wirklich nur warten. Ne? Mehr muss ich nicht machen, einfach nur warten. So, bis die zerfallen sind. Oh, die machen da guten Schaden. Schaut's mal. So, noch eine Wortbombe gleich. Vielleicht kriegt dann die Army Loss Penalty. Ist ja natürlich auch nice. Und boom. Ist schon nicht schlecht. So, was haben sie jetzt hier? Die klettern eigentlich Skelette. Ah, lustig. Ja, lustig. So schauen die aus. Aha, aha. Ah, die kleinen Rattlinge hier, die kämpfen, ne? Die Sklavenratten. Okay. Ja, lustig. So, Amilas Penalty und tschüss. Jeden Augenblick. Trotz Amilas Penalty sterben die noch nicht. Jetzt aber. Oder? Oh Mann, Leute. Dann König Kabasch will gar nicht ran, oder wie? Der nimmt nur leichten Damage bisher. Wow! Da hat er es rumgezaubert. Okay, krass. Ja, aber jetzt zerfällt er halt heftig. Auch lustig.
Gut. Da muss ich wohl jetzt runter, weil... Hallo? Geht das hier nicht? Dann mach so. So. Der will halt wirklich nicht, ne? Gut. Techniker, zeig dich mal. Wie schaust du aus? Ah ja. Alter, mit so einer Warp-Glefe. Das schaut ja auch geil aus. Nicht schlecht. So, jetzt ist aber tot, oder? Der König hier. Ach, jetzt haut er auf einmal ab. Jetzt hat er... Oh Gott. Hat gedauert. Krass, Mann. Aber alles in Ordnung. Kann man so machen. Zumindest wieder verteidigt. Ist auch nicht schlecht. Ja. Schön verteidigt und gutes. So, heldenhafter Sieg. Ja, das war's. Sehr heldenhaft gesiegt. Und gutes. Sehr schön. Alles klar. Dann. Lustig. Gut. Geld. Nehmen wir jetzt mal das Geld. Das Geld passt schon. Ich glaube, bisher schaut es gar nicht so schlecht aus. Dass ich die eine Armee verloren habe, tat natürlich weh, aber whatever. Sind wir schon am Ende? Nee, noch nicht. Krieg. Mit Krieg. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Ich bin sehr gespannt. Ah, jetzt hat er mir den Heiltrank gestohlen. Ja gut, whatever. Okay. Oh. So, dann greifen wir da wieder an. Und das ist halt das Schöne. Ich kann es halt echt immer wieder cheesen. Nur ob das Sinn macht, ist die Frage. Aber wir machen... Ich probiere das jetzt einfach. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja, Einfach mal schauen. Ich weiß jetzt, dass die Türme zumindest keine Reichweite haben. Ob die jetzt wieder stehen? Wahrscheinlich. Obwohl ich sie ja kaputt gemacht habe. Das ist ja auch interessant zu wissen. Ah, nein! Ah ja, aha. Na, easy. Gut. So. Katapult, ja, nicht auf die Trolle. Schwarz-Orks. Ork-Jungs. So. Und Feuer. Und Feuer. Na, da böllern wir jetzt einfach weiter drauf. Und gut, die Chassails machen, was sie halt machen können. Ist egal. Bis halt wieder die Munition leer ist. Na, fertig. Vielleicht kann man den töten. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Der kann wieder nach vorne. Der kann das wieder zaubern. So.
scheinen da keinen guten Schaden zu machen. Lass das mal sein. Ah ja. Da oben hat es noch mehr. Nachtgoblins. Ja, da können wir mal angreifen, ne? Bumm. Bumm, bumm, bumm. So, weg damit. So. Ah ja. Spickerschütze noch weghauen. Ich mach das jetzt halt so oft, wie es geht, ne? Und gut ist. Einfach hoch das Ding. Solche Kasten. Ja, bringt schon ein bisschen was, ne? Ganz schlecht ist es nicht. So, Goblins und Ork-Moschots angreifen. Ist auch nicht schlecht. Und sonst halt so weit wie es geht die Mauern stürmen und Schaden machen. Guck mal, da hat es noch ganz viele Ork-Jungs. Aufwendig. So, wieder von dem Klick und Ruf. Easy. So, die Trolle interessieren herzlich wenig. Die Schützen können wir mal angreifen. Ah ja, da hat es noch mehr Schützen. Ah, sehr interessant. Gut. Noch mehr Ratlis. Ja, da greift man so lange an, bis wir die Schützen weg haben, ja? Macht auch wieder Damage. Solange ich nur die herbeigerufenen Ratten verliere, ist das vollkommen egal. Bin ich ganz ehrlich, spielt dann einfach keine Rolle. So. Da noch angreifen, hier haben sie ja schon alles kaputt gemacht. Wieder hochgehen. So. Da hat er noch ein paar Bogenschützen, die weg können. Easy. Da gehen wir hoch. Dabei. LOL! Hallo? Nee, es sollte ja hier schon Schaden drücken und so. Wenn wir solche hier machen, das könnte gut sein. Ja, ist ein ganz guter Cast, glaube ich. Ja, ist okay. Nicht überwältigend, aber ist okay. Kommt schon, schießen, schießen, schießen. So,
das tut weh. Macht Goblins Bogenschützen, genau. Mhm. Versteckte Einheit, ja, das ist nicht so schlimm. Also die meisten beschworenen Ratten sind schon tot. Aber das macht ja nichts. Ja, das ist ja soweit in Ordnung. Jetzt räumen wir mal die Katapulte, die Schrottrüstung. Stimmt doch nicht. Anzeigebug. Na gut. Gut. Die Ork-Moschatz kann man noch angreifen. Ja klar, und natürlich hier. Wenn es hier noch die Spickerschützen hat, die Nacht-Goblin-Orks, werden auch böse auf den Mäuerchen stehen, ne? Und hier richtig schießen und Schaden machen. Ja, weg damit. So, macht wieder gut Damage. Frag mich, was das Katapult da macht. Aber okay, dann steht da halt jetzt rum. Auch interessant. So, wie viel Schaden macht es? Ja, macht schon ein bisschen Schaden, ist okay. Gut, ich würde mal sagen, die Leute können versuchen hochzuklettern. Oh, hier jetzt noch was. Ja, da hat's nochmal ganz große Nachtgoblin-Leute. Da kann man schön drauf. Ja, genau. So. Ja, nicht aufgeben. Schön, schön noch ein bisschen mehr Schaden böllern. Genau. Ja, so will ich das. Sieht schön aus. Ja, der Turm tut natürlich weh, dass der immer noch ihm gehört, aber lässt sich gerade nur sehr schlecht ändern. Leider. Wie wäre es, wenn ihr da hochgeht, wo schon Leitern stehen? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Gut, ich weiß nicht, ob ich noch weiter möchte. Weil vom Schaden her ist es schon anständig gewesen. Und ich glaube, mehr kriege ich da auch gerade nicht hin. Selbst wenn ich mit den ganzen Ratten da reingehe. Hat halt immer noch viele Trolle und viel anderen Krams. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich die Mauern halten kann. Na, einfach nur schauen, kann ich auf die Mauern hoch und diese halten. So. Die Sails müssten noch hoch. Ich glaube, er hat zu viel. Hier noch die ganzen Goblins. Die sind schon gut. Ja, die sind schon. Die sind schon gut. Ich habe die Frage, ob ich nochmal solche caste. Weil hier ist schon alles low. Das ist halt das Ding.
Das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn. Gefühlt. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen ab. Das ist natürlich scheiße, wenn die jetzt hier in die Orks da reinkommen. Was ist das da? Nachbarn ins Bogen schützen. Ja, schwierig. Andererseits ist hier schon echt gut. Das macht schon guten Damage nochmal. Leider kommen die Orks hier. Aber der macht hier schon nochmal guten Schaden. Ja, ja. Ja, die Chassels, dass die da hoch sind, ist halt schlecht. Vom Timing gewesen, hat er schön abgefangen, kann ich nicht ändern. Die sind fast tot. Gut, lassen wir's wieder. Lassen wir's wieder. Ist halt noch nicht genug Schaden, ne? Reicht noch nicht. Ich glaube aber, ich krieg's nicht gebacken. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Leider. Ich glaube, das ist so einfach nicht machbar. Weil er halt so viel Bums hat, das ist halt schon krass. Jetzt gucken wir mal. Ja, irgendwann muss das mal Ende sein. So, die sind tot. Das ist natürlich sehr bedauerlich. I betrayed. Only answer. Aber das geht doch. Na, da geht schon wieder nichts. Mein. Nächste Runde sind sie wieder voll. Ja, das macht doch keinen Sinn. Gehen wir nach Hause. I tried. Es funktioniert nicht. Muss ich wann anders irgendwie machen. Ja. Die braucht. Ah, der ist fertig. 5 Stück. Jetzt geben wir dem noch das da. So ungefähr. Würde ich sagen. Sieht gut aus. So. Der nicht. Hält nicht bewegt. Der hat immer noch nicht seine. Wo sind wir? Da war's, oder? Ja. Gut. Dann. Ready to march. Lord Skrull. Der kann jetzt aber sehr weit. Okay, ist aber in Ordnung. Das passt schon. Ah, wart erstmal auf hoher See. Sicher ist sicher. Gut. Der hier bekommt. Ich darf nur 2 Warblitzkanonen bauen. Ah, das ist jetzt traurig. Okay, dann. Deswegen, seht ihr das? Seht ihr das Problem? Ich darf bloß 2 Stück bauen. Master Engineer! Da kriege ich 4. Da habe ich 2. Das heißt, das muss ich auf 5 machen. Ich brauche Geld. Gehen wir mal Leute anpumpen. Did you say Warpstone? Maybe we can do a deal. Wieso haben die so viel Geld? Yes, Master. Clan Kretzus. Okay. Gut. Passt.
Weißt du was, ich könnte es versuchen. Geht da wahrscheinlich mega schief wieder. Dann stehe ich da und habe ein Problem. Außerdem macht der ja gerade nichts. Solange er nicht angreift, ist es egal. Quiek hole ich zurück. Das hat einfach nicht funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Ich dachte, ich könnte es schießen, aber ich kann es nicht. Aha. Warte. Naja. Ist natürlich doof, weil ich da jetzt die Unterstadt abgerissen habe, aber... Naja. Ansonsten wäre nur noch die Möglichkeit gewesen, diese 10 Runden dort zu verbringen. Aber dann zieht er halt ewig viele Armeen ran und... nee. Ich könnte natürlich... Kann ich da global ausbilden, wenn ich jetzt da in Lagerstellung gehe? Dass ich global ausbilde, mich heile und dann nochmal belagere. Krieg ist da halt sehr gefährdet, ne? Muss man sagen, Krieg steht da sehr gefährdet rum. So, tut sich hier noch was? Nicht wirklich, hm? Na denn. Gut, das hier dauert noch ein paar Runden. Okay, so. Quick. Du gehst jetzt mal ein Stück weg. Run for Mars. Make camp list. So. Passt. Ist egal. Ich versuch's einfach. Unwahrscheinlich, dass es klappt, aber whatever. Na, ist egal. Baukosten, Wachstum. Ja, Baukosten sind egal. Was ich bräuchte, wäre Bauzeit. Aber wie gesagt, ist egal. Der hat mich überhaupt nicht abgeholt, der Spaltenruf. Der war mega useless. Von dem her, who cares? So. Lord Skrark. Gut. Das heißt, Lamia hole ich mir jetzt. Gibt Geld. Das brauche ich nicht fürchten. Der braucht noch. Okay. Gut. Dann warte ich. Also ich hole mir jetzt Lamia. Ich hole mir jetzt den ganzen Wüstendschungel auf der östlichen Seite. Na? Komplett. Stück für Stück. Genau. Das sollte gut gehen. Sollte machbar sein. Ja. Genau. Ja, gut, der geht da, ist aber egal, ich habe da 2 Armeen, das passt schon. Ich kann über manche Leute echt immer nur den Kopf schütteln. Das mit der Kündigung ist halt echt krass. So richtig hinterfotzig. Und dann sagen sie immer, das ist halt das Schönste, wenn sie dann immer betonen, okay, das Geld nehme ich. Das Geld nehme ich. Ich muss den nur rechtzeitig wieder kündigen. Wenn es immer heißt, wir können über alles reden und wenn was ist, sagen sie es und wir können das klären und blub. Na, das haben sie die ganze Zeit gesagt. Und dann auf einmal
ohne zu reden, ohne irgendwas, einfach nur Batsch, Kündigung. Das ist halt so heuchler, ich hasse sowas, ich hasse sowas wirklich. So Leute, gehen mir unter die Haut, das ist einfach... Na? Gut, das ist egal. Neue Unterstadt. Money. Nahrung. Das da. Gut. Du, wenn ich gerade Nahrungsprobleme habe, dann muss ich eben mehr Nahrungsdinger bauen. Ganz einfach. 66, 77, ja, ich bin, was die Nahrung angeht, hinten dran. Okay, bauen wir jetzt hier noch ein kleines Nahrungsding. Hier kann man Nahrung noch ausbauen. In der Krummzahnfeste würde ich das jetzt langsam mal abreißen. Dann kann man da auch Nahrung bauen, aber mal gucken. Hier kann man noch Nahrung machen, ist auch gut. So. Weiß nicht, was der da will, aber okay. Fist Warlock, und Blatt. Wieder Nahrung, Nahrung, Nahrung. Power up. Gut. Sorcerer Event, yes, yes. Boah, der hockt halt da. Ist aber egal. Na! Eye Headtaker. Schauen wir mal, einfach mal. So. Gut, dann auf geht's. Und ab geht's. So. Angeblich ein Pyrrhos-Sieg. Aber das schauen wir mal. So, das spiele ich jetzt noch. Dann bin ich fertig. Für heute. Das sind jetzt dann schon knapp 3 Stunden gewesen. Das reicht dann. Das reicht. Das reicht. Danach können wir langsam Essen machen und so. Und dann, naja. Na? Ganz easy. Ohne Probleme. Habe ich High Castle fertig geschaut? Die letzte Episode? Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht mehr. Na gut. Skaven, yes, yes. Skaven, yes, yes. So, es werden wieder Ushabti erstellt werden. Kann ich jetzt schon. Ja, ist ja nichts Neues. Okay, problemlos. Jetzt warten wir erstmal, bis der Bums hier ist. Schön. Wir machen da richtig krassen Damage. Schießen aber sehr langsam. Schießen wirklich langsam. Aber nun denn. Okay. So, 2, 3 Katapulte fehlen noch. Ich glaube, eins fehlt noch. Da kommt's. Okay, also die Katapulte stelle ich hier auf. Die Kanonen dahinter. Und dann kommt dieser ganze Bums. Irgendwie dazwischen. Keine Ahnung.
So ungefähr. Interessiert ja eh keinen. So, er hat da hinten Katapulte. Und noch mehr Katapulte. Ja, okay, ciao. So, mehr Wumms, mehr Bums, mehr Blups. Wie weit können die schießen? Ich sehe es nicht. Ah, das geht. So, macht's mal. So. Ihr könnt mal dahin schießen. Dann könnt ihr dahin schießen. Dann könnt ihr dahin schießen. Ja, es ist jetzt halt einfach nur. Einfach nur Geböller. Gut ist. Genau. Oh ja, guter Schaden. Schön. Luftwachen hat's noch, die kann auch noch angeknackst werden. Da können wir noch drauf angreifen. So, jetzt kommt die Ushabti. Kann ich das verteidigen? Oder ist hier nur wieder Schwachsinn? Wir machen ja schon wieder ganz bösen Damage, ne? Merkt's ja selbst, die Ushabti sind einfach ätzend. Aber so ist es halt. Toll. Gut, ein Katapult kaputt. Es ist halt bei Gruftdingsels immer so. Die holen die Ushabti und das. So. Luftwache in den Baden, da hat es noch so viel Stun. Aber ihr könnt's weg, ihr seid eh schon im Arsch. Ihr macht's da nichts mehr. Gut. So, ja, war mal wieder ein Gedanken, hat man vielleicht mitbekommen, ist schlimm. So dumme Leute tun mir einfach im Kopf weh. Es ist wirklich schlimm. Ja, ist echt schlimm. Aber ich kann auch gut den Gedanken abschweifen. Ich kann das ja echt krass während der Aufnahme. Holy crap, einfach gedanklich AFK. Was ist das denn jetzt? Ja, okay, cool. So, die Gruftwachen, Hillebaden-Typen, die müssen noch weg. Die sind nämlich echt böse. So. Die Skelettkrieger da hinten hätte ich gern noch weggeböllert. Ja, aber die stehen hinter einer Mauer. Geht nix. Okay. Ich würde gern mal näher ran. Ich habe 400 Reichweite. Die Katapulte von dem haben weniger, aber es gibt sich nicht viel. Es gibt sich wirklich nicht viel. Ah, da kann man noch angreifen, genau. Bumm. Na komm.
Schön. Dann da. Vielleicht sollte ich erstmal die Schädelkatapulte weghauen. Damit ich da keinen Stress mehr habe. So, jetzt nerven wir ein bisschen, während wir hier näher rangehen. Damit wir die dann kaputt machen können, ne? So. Okay. Dann kann der ganze Rest kann hochklettern. Gut. So. Noch irgendwo irgendwas. Das ist alles nur einfach weggedoomt. Hinten hat er noch ein paar Schädelkatapulte. Die können noch weg. Ja, also weg. Also ich mache da schon ganz guten Schaden hier. So. Weg mit dem Dreck. Ja, da tut sich nichts mehr. Das ist durch. Skelettkrieger da oben können wir noch angreifen. Tore kaputt gemacht. So. Schön hier rein. Ah ja, der hat seine blöden Katapulte. Wo sind die? Hier, weg damit. Will ich nicht sehen, will ich nicht sehen müssen. Hau weg. Sollte aber reichen. Naja, easy. Weg damit. Die da jetzt angreifen sollten, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, Tor ist kaputt oder wie? Dann kann ja jetzt alles einfach hier angreifen. Na gut, das. So. Einfach drauf und gut ist. Kann ich halt wirklich die Geier angreifen? Das ist halt auch krass. So. Mal schauen, was die hier hinkriegen. Hier geht's dahin. Hier greift es da an. Hier geht's dahin. Die auch. Müsste jetzt dann langsam gewonnen sein, oder? Noch weghauen. Das kostet nur eins. Das ist ja geschenkt. Ja, krass. Das ist heftig. Whatever. Gut. Eat
Ja, schafft's das oder nicht? Schaut schon wieder so teuer aus alles. Armelos, Panotti und tschüss. Aber wie spät die immer erst kommen, das hab ich nicht vergessen. So, kommt wieder Geier. Nerven, ist aber egal. Okay. Und Ende! Go, drauf da! Aber sehr low. Na gut, fertig. Planstein, wird echt schlecht. Ja, dann stirbt halt ein Warp-Bohrer. Oh nein. Ist egal. Ne? Wenn der kaputt geht, geht er kaputt. Ist dann so. Dann muss man halt neu. Whatever. Stattdessen könnte auch was anderes hin. So gut sind die Warp-Bohrer gar nicht mehr. Hier mehr Rattling-Kanonen oder so. Guns. Rattling-Guns. Aber mit denen kann ich halt nicht umgehen. Das bringt halt nichts. Die Warp-Bohrer sind halt, stellst du hin, klick Boom und dann machen sie ein bisschen Damage. Alles andere ist so, Weiß nicht, ist halt. Meh. Ja, ist ein Tod. War aber klar. Damit gehört der Bums mir. Ob ich das brauche, weiß ich nicht. Ich kann es ja mal stehen lassen. Ah, da ist ein Katapult kaputt gegangen. Okay. Katapult. Warp-Bohrer. Dann stehe ich jetzt halt hier 6 Runden rum. Whatever. So. Nahrung. Oh, schwierig. Warte mal. Kankeres Geleit. Should kill when get a chance. Gut. Edelsteinmine. Mauern. Glocke. Das hier brauche ich halt echt nicht. Okay. Gut. Untrusted worm. Poison after. Poison after, genau. Schön den Hintern vergiften. Nose, I dominate. So, dann mache ich jetzt noch Ende. 36. Gucken wir mal, was aus der 36 wird. Wenn ich Pech habe, muss ich den Ritus machen, der mir 50 Nahrung gibt in 5 Runden. Ansonsten muss ich halt Krocker angreifen und so irgendwie Nahrung mit dem einen plündern gehen. Kein Plan. Aber das Ding auf Stufe 4 hochzubringen war wichtig. Ich will High-Tier Settlements. Und das mache ich jetzt so lange. Ich plündere jetzt das so lange rum und mache, bis ich die High-Tier Settlements habe. Ich glaube, ich bin sau langsam mit Skaven aktuell. Wahrscheinlich sollte mir schon alles gehören. Aber naja. Kann man das mal ein bisschen schneller machen? Ich möchte jetzt gern Ende haben. Da liegt Geld rum, aber ich brauche Nahrung. Nahrung ist wichtig. Aber ich habe auch viele Nahrungsgebäude gebaut, die in 2-3 Runden fertig werden. Und ich glaube, das hilft dann schon. Müsste. Schauen wir mal. Ja, die wollen auch nichts machen. We talk instead. Zu wenig Geld.
31. Okay, es wird schlechter mit der Nahrung. Unterstadt, das ist gut. Weil dann kann ich hier wieder Geld und Nahrung machen. Geld und Nahrung ist nämlich wichtig. Genau. Keep crazy, Scammer. Ich weiß halt nicht. Gehen wir darüber. Der kann ja darüber und plündern. Ich muss ja jetzt echt was machen, ne? Weil sonst wird es langsam echt gefährlich. Ja, der steht da neben. Whatever. My skill is this working. Okay. Das Nahrungsding kann man hier mal bauen. Schlecht ist es da jetzt nicht. Should kill when get a chance. Scope! Nicket, most traveled rat of Skraya. Nice! Das geht in die richtige Richtung. Okay. Warum macht er mich nicht mehr? Einfach so. Mick, kill things! Was war? You come for Skaven's help, yes, yes. Not Skaven's will. Okay. Der macht auch nichts. Skaven, my, come to the clan. What could we do for you? Egal, ich nehme die jetzt alle mal mit, die. Yes, Master. Die nicht anderes Dings ist. Handeln kann ich eh höchstens mit dem, aber der will nie. Irgendwas klicken, voll egal. Red Gambes Nossos. Cares. Okay. So, jetzt. Der letzte Ende. Und dann machen wir jetzt auch gleich Schluss. Jetzt haben wir auch die 3 Stunden geschafft. Krass. Oh, habe ich heute richtig viel Bums hier gezockt. Ne? Schon heftig. Was mache ich dann noch? Vielleicht ein Spiel mit Vayne? Oder Irelia? Mal gucken. Mal schauen. Enorm ist aber schlimm, dass es so viele Bumsköpfe, die einfach nur Scheiße spielen. Da hatte ich letztens ein Bart. Support und ein Brand mit der Brand kauft sich das Support-Item. Ich glaube, das kann ich schaffen. Aber das schauen wir uns nächstes Mal an. Hier bin ich erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.